Er fährt wie von allein. Er fährt 60 Kilometer pro Stunde und braucht keine 3 Liter. Genau das Richtige auch für 2. Für alle Tage. Für viele Jahre Qualbe. Ich bin 35 Jahre alt. Gib mir mal kurz. Ja, genau. Gib's mir mal bitte kurz her. Ja. Ja, ich werde es jetzt auch nicht mehr so hart rannehmen, wie ich es rangenommen habe. Aber schleift das, wenn es oben ist oder wenn du so fährst? Ich kann dir ja kurz zeigen, wie ich gefahren bin. Und da kann auch passieren, dass da ein bisschen Materialverlust dann da ist am Unterboden, ne? Ja, ja. Wie man halt fährt, ne? Wie man halt fährt, aber das ist halt auch, hat sich auch gelohnt, gell? So, Ladies and Gentlemen, da der Fabian heute keine Einladung machen will, aber im nächsten Video macht er das wieder, das verspreche ich euch, sobald ich hier stehe, mache ich das. Also herzlich willkommen in den Heiligen Hallen. Der Cornelius, der alte Mobile Fox, ist auch am Start. Und wir haben festgestellt, dass wir euch noch ein Video schuldig sind. Wir haben ja hier das Schwalbe-Projekt angefangen mit Luftumbau und haben das quasi jetzt noch gar nicht in dem Endzustand gezeigt. Deswegen gehen wir jetzt noch mal ganz kurz auf das Luftsystem an sich ein, wie man zum Beispiel auch hinten den Tank befüllt und so weiter und so fort. Und damit wir das Gerät hier mal abschließen können, würde ich sagen. Ja? Und da haben wir hier den Boss persönlich, der das nämlich alles umgebaut hat, perfektionistisch. Und er erklärt euch noch mal von vorne bis hinten, was da alles traktiert worden ist. Ja, Fabian, sag ich schon. Cornelius, ich bin zu dir gekommen, hab gesagt, Cornelius, ich brauche Luft im Moped. Und dann hast du gesagt, mach ich die. Ja, dann hast du erstmal recherchiert, wie geht das, was brauche ich. Hast die dann erstmal Pneumatikdämpfer bei Landefeld, gehe ich mal von aus, besorgt, oder? Nee, das waren war die günstigere Variante von eBay. Weil der Johannes wieder keinen. Sparen, ne? Ja, so bin ich halt, aber es funktioniert ja trotzdem. Aber ich glaube, die waren sogar von der Länge im eingefederten Zustand sozusagen kürzer. Ja. Und dadurch haben wir dann auch die genommen. Hinten wollte ich eigentlich einen dickeren Durchmesser. Das sind jetzt vorne 32 und hinten 32 Kolbendurchmesser. Aber wenn ich jetzt hinten auf 40 gehe, wird er halt automatisch länger. Und dann hätte das hinten von der Länge nicht mehr gepasst. Deswegen sind wir jetzt hinten auf 32. Ja. Ist zwar nicht so schön beim Hochfahren, finde ich. Weil er unterschiedlich hoch geht. Ja, genau. Also der geht erst vorne hoch, genau, und dann hinten. Weil es vorne halt leichter ist. Aber ja, war jetzt nicht anders. Ja, hast du das erst wieder berechnet, bevor du das... Du musst ja vorher berechnen, wie tief willst du überhaupt werden. Und dann musst du sehen, wie viel Platz habe ich da innen drin noch an Dämpferlänge. Es gibt halt zwei Arten von Menschen, ja? Einen, die es berechnen, und die anderen, die es einfach erstmal reinbauen und gucken, wie es funktioniert. Ja, das zu den Dämpfern. Gesteuert wird das Ganze hier oben über diesen Schalter. Das schaltet ein Magnetventil frei dann, gell? Macht dann alle vier Leitungen gleichzeitig, bedruckt die dann quasi, ne? Ja, Schalter nach oben, kriegt er dann Druck. Schrauben muss man natürlich noch einmal. Das Ganze dann wieder auf der Mittelstellung ausmachen und nach unten fährt das Teil unten aus. Mega geil. Ich hätte jetzt noch ein bisschen spielen können jetzt komme ich nicht auf den Namen, ja, egal, mit dieser Drossel in den Dämpfern. Ja. Gibt es auch Drosseln, die wir hier noch einbauen kann für das Ausfahren. Genau, kann man hier noch einbauen, haben wir jetzt nicht gemacht, wir haben nur eine Auslastdrossel gemacht. Könnte man vielleicht noch mal ein bisschen rumprobieren, wie es besser geht. Mit die Drossel ist dafür da, um das Teil damit geschmeidig lang, eintauchen genau, zu lassen. Genau. Und nicht hier würde so das volles Rohr hochschießen, ja, oder halt runterfallen. Ja. Und das wollen wir ja nicht. Ja, ein Kompressor hat das ganze System nicht, gell? Nee, hätte ich auch, oder hätten wir vielleicht machen können. Wird aber platztechnisch hier bei der Schwalbe, bei dem kleinen Ding irgendwann unmöglich. Und jetzt sucht der Johannes was raus, was er in Berlin gefunden hat. Ich war in Berlin am Wochenende, was ich da gesehen habe. Ja, dann müssen wir es halt nochmal umbauen. Das ist von We Air, ein Kompressor aus einer Harley Davidson. Kennst du die Position, wo die sitzt? Naja. Unter der Kanzel hier, ungefähr hier in der Position. Richtig geiler, kleiner Kompressor. Und den könnten wir jetzt
theoretisch ja, groß. Problemlos nachrüsten und könnten den Tank hinten als Tank auch nutzen, ne? Als Benzintank? Nicht als Benzintank, sondern als Luftspeicher. Ach so, ja, theoretisch auch möglich. Ja. Ja, dann würden wir uns hier diese Raketentechnik sparen, da oben dran. Gefällt mir sowieso nicht, aber... Ich find's cool, das sieht aus wie, als wenn ich am Wochenende einen kleinen Vino trinken will und hab den hinten auf mein Moped geschnallt. Ja, das ist eine Hochdruckflasche von so einer Paintball-Kanone, gell? Genau, die schneiden muss ich auf den Rücken, damit man halt mehr Volumen hat, mit einer Leitung an sein Gewehr oder Pistole, genau. Ja. Und kann dann halt den ganzen Tag ballern, ohne halt einmal zu füllen. Ja, und damit kann man schon ein paar Gänge durchfahren, sag ich mal so, gell? Ja, so. Wir hatten es ja mal ausgerechnet, ich hab's aber vergessen. Irgendwas zwischen 50 und 100 Mal hoch und runter fahren. Wenn das Ding halt richtig voll geknackt ist. Ja. Da hat der Cornelius auch einen geilen Adapter gebaut. Wir füllen das Ganze mit Schutzgas, ein Schweißgerät ganz normal. Schraubt man dann quasi hier einfach an unsere Schutzgasflasche dran und können uns das dann hier seitlich an die Flasche stecken. Und wenn wir das dann befüllt haben, können wir dann quasi in diesem Verbindungsstück hier nochmal zusätzlich den Druck rauslassen. Ne? Genau, sonst kriegst du es nicht ab. Damit das sich nicht verkeilt oder runterzischt mit wie viel Bar da auch immer drauf sind. Und ja. Das ist jetzt hier irgendwie selber gebaut, das kann man wirklich so kaufen und ist auch safe. Ne? Dass das die 200 Bar, die da drauf sind, auch aushält. Im Prinzip nichts anderes. Wir nehmen halt jetzt Schutzgas, weil es halt einfach immer da ist von der Gasflasche und keine Druckluft. Ja, Druckluft. Da müsstest du extra so einen Hochdruckkompressor kaufen, der dann genau, so und so viel Bar macht. Und das ist der Schwachsinn. Ja. Und dann ist es sicher, das ist der Schutzgas. Ne? Ja, Mann. War der flach, ja? Ja. Ja, an und für sich, die Technik, wie das jetzt verlegt, verkabelt ist, können wir euch jetzt nicht mehr zeigen, weil das Teil ja zusammengebaut ist. Das wäre jetzt zu großer Eck, das jetzt um alles runterzunehmen. Aber ihr könnt gerne mal in dem vorherigen Video, was wir mit der Schwalbe gemacht haben, da haben wir das, glaube ich, alles gezeigt, gell? Genau. Die Ventile sind alle hier vorne, da wo ehemals die Batterie war, verbaut. Da ist genug Platz. Da hatte ich auch die Batterie vorher angedacht oder sie war auch da drin, war aber jetzt im Endeffekt, haben wir gemerkt, zu klein. Die ist jetzt hier oben auf den Tank gewandert und eine größere. Das funktioniert jetzt besser. Die kleine Batterie hatte einfach zu wenig Leistung, um die Ventile anzusteuern. Zu wenig Strom. Und ich habe sie meistens auch da aufgestromt. Ja. Ich immer vergesse hier den Schalter dann wieder umzulegen auf Mittelstellung. Ja, Kollegas. Ansonsten gehe ich mal schwer davon aus, dass wieder Fragen kommen, was da für ein Lack drauf ist. Das ist kein Lack, das ist nämlich Rost, was da drauf ist. Ich hatte schon einen kleinen Unfall, wie man sehen kann, und versuche das jetzt hier so ein bisschen langsam wegreduzieren, zu rosten zu lassen, wie auch immer. Und dann kommt da wieder Mattklarlack drauf und dann trägt das natürlich zu Patina bei. Ansonsten, die Felgen sind breiter wie original, gell? Genau. Vorne das war, glaube ich, eine 2,15er. Und hinten war eine breitere drauf, glaube ich? 2,5er vielleicht. Das kann sein. Schon ein bisschen. Nee, auch 2,15 ist gleich. Die gleiche. Ja. Ist auch wirklich hier, wenn man hier. Es ist viel mehr genau nicht. Und die Reifen sind vom BMX-Rad Schwalbereifen. Genau. Extra schmale, damit wir natürlich auch genug Platz da oben im Radkasten haben. Ja, ansonsten, Lenker ist Eigenbau Cornelius Hewelt. Ne? Da hatte ich nämlich vorher so eine Schwalbe gebaut, hier so einen Lenker. Hat mich jeder für ausgelacht. Ich fand es zwar mega cool, aber Cornelius wollte nicht haben. Aber ich bin jetzt mit dem Endergebnis auch sehr zufrieden. Und den Kickstarter, den hat uns der Kollege, wie heißt er denn? PF Industries, glaube ich, gemacht. Also ein Handkickstarter. Auch mega geil. Das einzige Problematik ist, wenn ich das Ding jedes Mal anreiße, dann schwingt der Hebel da ein bisschen umher. Und dann macht das diese knarzenden Geräusche. Gell? Ich weiß zwar nicht, was da im Motor vor sich geht, aber das gefällt dir immer nicht so gut. Ne? Nee, da rückt halt einfach das Kickstarter-Zahnrad ein und das springt dann halt immer über, weil es angedrückt wird durch die Feder. Aber ansonsten ein mega cooles Gimmick. Hier haben wir nochmal, hat er jetzt noch ein kleines Löchchen reingebohrt, um hier den Schock zu ziehen, weil natürlich auch andere Maschine, andere Vergaser drin ist. Ja, ansonsten gibt es dazu nicht mehr so viel zu erzählen. Ne? Und ich habe hier unseren Auspuff durchgeschliffen vorhin, Fabian. Mhm. Auspuffschäle durch. Nee, ich dachte, die wird da irgendwie angeschweißt unten. So wie bei unserem. Hinten? Ja, das war direkt meine Hochstarter-Aktion. Ja, seht ihr mal, was wir hier auf uns nehmen hier für ein gutes Video, oder? Ja, dann habt ihr den Cornelius ja wahrscheinlich schon durchlöchert bei Instagram zu unserem letzten Video beim Cornelius auf seinem neuen Leistungsprüfstand. Ja? Machst du denn das jetzt auch für Ja, wenn jemand Bock drauf hat, kann sich bei mir melden und dann können also wir... Also bei Instagram genau, ein bisschen, ja? Genau. Und dann können wir einfach drüber reden, was ihr haben wollt.
Der Alec Bernhardt hat mega Bock drauf, die Teile hier auf seinem Prüfstand durchzuladen. Ja, das war's quasi hier von unserer Schwalberei. Ja? Fertig ist das Teil. Ich bin mega happy und ich hoffe, dass der Fabian demnächst auch mal mit dem Teil fährt. Das ist nämlich so ein bisschen Moped-Scheu. Aber das ist echt ein Gefühl von Freiheit, mit so einem Ding zu fahren, Fabian. Ich fahr jetzt Bagger, das reicht mir. Du fährst jetzt Bagger. Das stimmt, die große Baggerliebe kriegt der Fabian. Jetzt war er ganz stolz drin hier. Schlecht. Ich glaube, ich kaufe mir jetzt so kleine Bagger, die ich mir ins Zimmer schicke. Ich bin Baumaschinen-Fan geworden. Ja, Ladies and Gentlemen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao. Thanks.